Hallo Leute, unser heutiges Thema: Sternpunktverkabelung mit KNX im Verteiler. Aber wie? Ich bin Nico. Ich bin Christian. Hallo. Ihr kennt das natürlich. In einem Gebäude haben wir das KNX-Bussystem, welches zur Automatisierung dient. Und dieses KNX-Bussystem ist in mehrere Linien und Bereiche aufgeteilt. Und da haben wir die Herausforderung, das alles am Ende wieder zu einem Gesamtsystem zu verbinden. Nico, ich habe hier mal so ein KNX-Kabel mitgebracht. Wie können wir das machen? Ja, Christian, du hast ja schon angedeutet, KNX hat offenbar unterschiedlichste Topologien. Da gibt es auf jeden Fall die Linientopologie. Und gerade im Verteiler kommen ja von unterschiedlichen Bereichen Linien an, die ich dann in der Regel zu einem Sternpunkt zusammenfassen muss. Ah, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal auf der Seite an, die ihr schon kennt. Wir haben hier einen Taster mit einem Busankoppler versehen. Und da schließen wir einfach mit der bekannten Klemme der Serie 243 dieses Buskabel schnell und einfach an. Durch die Anschlüsse könnt ihr dann von hier aus direkt zum nächsten Busteilnehmer weiterverbinden. Schnell, einfach und sicher. Nico, und wie sieht es dann im Verteiler aus? Ja, im Verteiler, da bietet sich natürlich die Montage auf einer Tragschiene an. Und dabei habe ich natürlich direkt Reinklemmen im Sinn. Und hier gibt es diese Serie von Wago, KNX-Reinklemmen mit speziell farblich markierten Leitereinführungen. Wir nehmen einfach unsere KNX-Leitung, stecken die in den Farben sortiert in unsere Push-in-Cage-Clamps, einfach mit Direktstecktechnik, schnell und einfach. So, das geht super schnell und am Ende können wir, so wie wir es benötigen, unseren Verteiler zu einem Sternpunkt zusammenführen und das realisieren wir mit diesen Brücken. Wow, das ist echt schnell und einfach. Wenn ihr jetzt dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und wir freuen uns im nächsten Video. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.